Das ist für euch. Schwert mit Schallschaden, ich liebe es. Lenu, du stinkst ab gegen mein Schwert. Obwohl, du machst mehr Schaden an der Truhe. Fuck. Halskette und Alexandrit. Ja, komm. Her mit dem Zeug. Ich habe so viel Geld, ich habe mein Schwert, ich bin einfach glücklich gerade. Ich bin auf, was weiß ich, Adrenalin-Hype oder irgendwie sowas. Ja, 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 das lasse ich heute gelten. Ihr müsst es so denken, also, wir hatten eben Raid, ich bin immer noch halbwegs wach und ja, mein Stress vom Raid löst sich gerade in Luft auf. Und heute um ungefähr 12 Uhr mittags werde ich bei einem neuen Chinesen in der Nachbarstadt sitzen und möglicherweise ein Mittagstisch-Buffet genießen. Das dürfte meine Vorfreude ein wenig erklären. Auch wenn ich im Normalfall kein großer Fan von Geburtstagsfeiern und Glückwünschen bin. Aber hey, was soll man machen? Hallo Rain. Nun, seid gegrüßt. Seid gegrüßt? Wer seid ihr? Bitte, ich stehe im Moment nicht zur Verfügung. Ich muss woanders hin, ob es mir nun passt oder nicht. Also lasst mich bitte in Ruhe. Bela bat mich, euch aufzusuchen. Ach wirklich? Warum tut sie sowas? Ich sagte, dass man die Oberkommandanten aufhalten muss. Ich bin kein Anhänger dieser Oberkommandanten und hasse es, ihren Launen ausgesetzt zu werden. Aber meine Meinung ist hier nicht gefragt. Ich tue, was man mir sagt. Vielleicht könnte ich euch helfen. Schaut, ich will keinen Ärger und wer leichtfertig über die Oberkommandanten spricht, bekommt einen Heidenärger. Ich werde es auch niemandem weiter sagen. Ich schweige wie ein Grab. Also gut. Ich nehme an, es spielt keine wirkliche Rolle. Ich erzähle euch, was ich weiß. Oberkommandant Bahram und Kurt halten uns hier praktisch als Geiseln. Fräulein Bela muss tun, was sie ihr sagen, sonst wird das Bordell geschlossen. Und uns machen sie alle zu Sklaven oder Schlimmeres. Oh, geil. Oret und ich müssen zu den Oberkommandanten gehen und ihnen eine Vorstellung bieten. Oder sonst etwas tun, das sie von uns verlangen. Und uns ist das zutiefst zuwider, aber wir können nichts dagegen machen. Fräulein Bela tut ihr Möglichstes, um uns zu helfen, aber weder sie noch wir können etwas daran ändern. Ich wünschte nur, jemand würde diesen Männern einen schrecklichen, schmerzvollen Tod bereiten. Dann wäre das alles vorbei. Und wenn jemand bereit wäre, euch zu helfen? Ich würde ihm liebend gern alles erzählen, was ich weiß, wenn es zum Tod dieser Bastarde verhelfen könnte. Okay, also dann, wie kann ich Kurt finden? Oh. Eine seltsame Bettgeschichte. Das ist eine komische Sidequest-Name, in dem Zusammenhang hier. Kurt hält sich im westlichen Hafenviertel auf. Seine Gefolgsleute kommen aus einem Spalt in der Wand. Ich kann euch allerdings nicht empfehlen, diesen Eingang zu benutzen. Es gibt eine Öffnung in den Ruinen seines alten Turms. Die benutze ich, wenn ich zu ihm muss. Ihr benötigt einen Schlüssel, um durch die Tür des Turms in seinen Stützpunkt zu gelangen. Ich hätte da einen, wenn ihr ihn haben wollt. Aber klar, her damit. Nehmt ihn. Es ist ein Nachschlüssel. Seid jedoch vorsichtig, sie kennen mich, aber Kurzleute werden euch sicher für einen Attentäter halten, wenn sie euch im Stützpunkt sehen. Ich kann wirklich nicht sagen, was ihr vorhabt, aber ich habe so ein Gefühl, dass es Kurt nicht gefallen wird. Und wo finde ich Bahram? Bahram verfügt über einen Stützpunkt in Abwasserkanälen der Stadt, in dem es nur so von Truppen und untoten Monstern wimmelt. Oh, das wird Lino freuen, die seine Hexenmeister heraufbeschworen haben. Zum Haupttor gelangt man durch einen Kanaleingang auf der Insel östlich und südlich von hier. Sein Stützpunkt ist stark befestigt, aber nicht unannehmbar. Es gibt einen Hintereingang, über den kaum jemand Bescheid weiß. Er befindet sich in einem Kanalzugang westlich des Bordells bei den Läden. Diesen Eingang benutze ich, wenn ich zu ihm muss. Ich habe einen Schlüssel, her damit. Damit könnt ihr das Gitter aufschließen. Seid jedoch vorsichtig, sie kennen mich und Attentäter. Haben wir, kann vernünftig mit ihnen reden. Ich weiß es nicht. Vielleicht lassen sie sich auf einen Handel ein, wenn sie das Gefühl haben, damit den anderen Oberkommandanten überflügeln zu können. Ob sie die Vereinbarung aber auch einhalten, steht auf einem völlig anderen Brett. Ja, auf Wiedersehen. Passt. Gut, das heißt, wir dürfen entweder zwei Kerle töten oder wieder mit unseren Überredungskünsten hantieren. Ah, das freut mich doch. Schwert ziehen. Ich bin gerade auf Spielkindlaune. Verzeiht's mir. Wenn ich heute nicht den allerernstesten Ton anschlage. Oh, eine Tür. Oh, Yvette. Hallo, Yvette. Lino, mach mal kurz Türen auf. Ich rede mit Yvette. Nein. Meine Truhe, meine Yvette. Geh nach draußen spielen, Lino. Hier ist, Erwachsenenzone. Wie alt ist Lino eigentlich? Ist eine Elfin, ja, deswegen ist es ein bisschen schwer, das für mich in Menschenjahren zu messen. Hm.
Egal, ich werde es nicht nachgucken. Wenn ich mich durch ihre Biografie blättern muss, dann ist das wahrscheinlich ein bisschen langgezogen. Na also, Orred. Moment, Orred? Ach so, okay, der wurde, glaube ich, von der anderen Tusse kurz erwähnt, dass es ein hilfsbereiter Kerl ist. Jo, dann habe ich ja gleich noch zwei Typen zum Reden. Also ich glaube, mein Versprechen, mein guter Glaube daran, dass ich den Übergang ins nächste Kapitel heute schaffen werde, ist ein wenig aus der Luft gegriffen. Mach ob das Scheißteil. Och, Linu. Das konntest du früher mal besser. Als du nicht diesen tollen Umhang getragen hast, da hast du mehr Schaden gemacht, fand ich. Na also. Komm her. Komm, gib. Noch mehr Gold, sehr gut. Dann nehmen wir mal Orred. Hallo. Okay, falschen Raum erwischt. Hast du irgendwas? Warum arbeitet ihr nicht? Okay, ich hab's nur gerade irgendwie schon gedacht, dass der Kerl nicht sehr gesprächig ist. Deswegen habe ich es mal ganz fix geskippt. Und... Seid gegrüßt. Hallo, mein Freund. Entschuldigung, ich stehe heute für keinen Dienst zur Verfügung. Dazu bin ich heute einfach nicht in Stimmung. Eines der Mädchen. Wo liegt das Problem? Ich hatte ein kleines Kind, ein Baby, Sir. Es stammte von einem Kunden. Ich wollte es eigentlich nicht, aber es ist halt passiert. Als die Kleine auf der Welt war, war sie der Sonnenschein meines Lebens. Ah, scheiße, das habe ich aus Versehen zweimal gedrückt. Der Vater jedoch, Gelrone, er glaubt nicht, dass dem Kind eine gute Mutter wäre. Er hat meine Tochter weggenommen und er will sie nicht zurückgeben. Ich will euch dafür bezahlen, dass ihr mein Kind zurückbringt. Weshalb will er das Kind? Ich weiß es nicht. Gelrone ist ein hochmütiger und manchmal grausamer Mann. Ich hätte nie gedacht, dass er überhaupt etwas von dem Kind wissen, geschweige denn es haben wollte. Mich ängstigt der Gedanke, was er den Kleinen antun könnte. Bitte, wenn ihr sie zurückbringt, werde ich euch belohnen. Glaubt ihr, dass ihr dem Kind eine gute Mutter sein könnt? Ich weiß, dass ich das sein könnte. Fräulein Bela hat einiges von dem Geld zur Seite gelegt, das ich hier verdient habe. Ich will Luskan verlassen und wieder nach Hause zurückkehren, um meine Tochter in ordentlichen Verhältnissen großzuziehen. Ich habe genug Geld, um euch zu bezahlen und trotzdem für sie zu sorgen. Bitte, bitte helft mir. Ich kann es versuchen, euch zu helfen. Das ist wundervoll. Gelrone hat einem Haus im Norden gewohnt, im Armenviertel, aber ich weiß nicht, ob er nach all den Kämpfen dort geblieben ist. Bitte versucht euer Möglichstes, um meine Tochter zurückzuholen. Aber wenn es sich vermeiden lässt, tut Gelrone bitte nicht weh. Er ist trotz allem schließlich der Vater des Kindes. Wie war's mit deiner Vorauszahlung? Okay, will sie nicht. Wiedersehen, tschüss. Ach, wie sie... Also in der Stadt kriegt man überhaupt keine Vorausbezahlung. Das ist Bullshit. Nicht mal die Option, sie dazu zu überreden, was im Voraus zu bezahlen. Ich meine, das war ja zwischenzeitlich noch okay. Oder, ja, verhandelbar. Na gut. Oh, Sidequest am laufenden Band. Das ist nicht Kapitel 3, glaube ich. Das ist immer noch Kapitel 2, Epilog. Was? Ah ja, die will meinen Hintern versohlen. Ich gehe mal. Mehr Rattenmenschen für heute? Nein, erstmal nicht. Gut. So. Ja, erkunden wir erstmal die Karte weiter. Vielleicht finde ich ja die Orte, die mir beschrieben wurden in der... Ja. Spontan. Och, nicht schon wieder Bücher. Bücher braucht... Oh. Böser Schurke. Böser Schurke stirbt sehr schnell, wenn ich drauf schieße. Ja, so macht das Spaß. Bogenschießen mit 10 Schadenspunkten jeweils. Das ist das, was ich haben wollte. Ich wirke vielleicht gerade ein wenig euphorisch auf euch in dem Zusammenhang. Aber es ist halt so, wenn man im Together einen neuen Char hochspielt, der ein Druide ist, der mit 18 Weisheit einen Bogen führt und fast keine Geschicklichkeit hat und versucht etwas zu treffen. Hui. Mi likey. Oh toll, der Explosionsradius war nicht groß genug. Dann freut man sich, wenn man sieht, wie der eigene Charakter es hinkriegt mit dem Bogen so viel Schaden zu verursachen. In dieser Angriffsgeschwindigkeit. Das macht mich gerade stolz. Ich bin stolz auf einen virtuellen Krieger, der, für mich im echten Leben nichts bringt. Ach, scheiß drauf.
Ihr guckt auch mein Let's Play, also virtuelle Realität hat schon eine Bedeutung. Nein, du musst nicht fressen. Fressen tun wir hier. Siehst du? Carnivores, wir fressen euch auf. Oh, eine Menge Sachen zum Plündern hier da. Und noch ein Goldring, sehr schön. Heilertasche, plus 10, also es wird langsam richtig ernst hier mit den Gegenständen. Und ein, ja, suboptimales, unwichtiges Buch. Ist das Haus hier irgendwie wichtig oder ist das nur so ein zombieverseuchtes, ja, Hüttchen? Ach, komm schon. Mutter! Hallo Mutter! Wie geht's dir, Mutter? Ich bin Vater. Noch nicht. Ich grüße euch, mein Freund. Es ist die Pest, nicht wahr? Sie kommt aus Niven und macht alle wahnsinnig. Nein, das hatten wir schon geklärt, das Problem. Darum musst du dir keine Sorgen machen. Und vor allem, warum heißt die Mutter? Ich meine, ich könnte es verstehen, wenn man irgendeine Nebenquest von ihr bekommt oder hier im Haus ein Kind findet. Und wenn ich das tun werde, dann nehme ich die ganze Kritik zurück. Aber jeder andere NPC-Name wie Frau, Hausfrau, verängstigte Frau, weibliche Frau, hätte mehr Sinn gemacht. Ja. Oh. Oh, Baram-Söldner. Leno, hilf mir mal. Gegen 3 Baram-Söldner möchte ich nicht alleine im Nahkampf kämpfen. Das macht mir Angst. Bei den tiefen Stimmen, zu Recht wahrscheinlich. Was das mir gerade auffällt? Ah, hier, können wir mal Veratten durchlesen. Es fehlt gerade Kampfmusik. In ihrer Hybridgestalt tritt die verräterische und hinterhältige Ader der Veratten am deutlichsten zutage. Sie sind ausgezeichnete Spione und Diebe, allerdings nur, wenn man das Risiko eingehen will, von ihnen verraten zu werden. Hm, also nur zweischneidiges Schwert. Wo ist meine Kampfmusik? Musiklautstärke 10%. Ja, aber sie ist ja vorhanden. Hm. Na gut. Ihr seid erledigt. Nehmt das! Vielleicht liegt's ja hier an der Hütte, dass es ein bisschen leiser... Naja, nicht leiser. Dass hier allgemein keine Musik spielt, kann ich mir vorstellen. Anna, geh mal in Deckung, bitte. Yo, Lino räumt auf, wie immer. Und ich krieg noch Eispfeile dazu. Wer hätt's denn nicht gewollt? Wer hätt's gedacht? Ich trinke kurz was, Leute. Ah, natürlich, wenn ich mal zum Drink ansetze, dann trifft mein Charakter direkt mal kritisch. War ja klar. Hm, es bleibt noch eine Tür. Ne, 2 Türen haben wir noch. Und das scheint ein Ausgang zu sein. Der führt nach draußen. Gut. Kurz und schmerzlos, das ist ein Ausgang. Was ist hier? Eine abgeschlossene Tür natürlich. Hätte ich das nicht vorher wissen können. Oh, Mutter, oh, und Vater. Moment, hier sind 2 Mütter und ein Vater. Ich tu dir doch nichts. Jetzt mach mal nicht so ein Radau hier. Säurepfeil. Ey, geil. Ich finde nicht mehr Wurfpfeile oder so einen Scheiß. Jetzt finde ich wirklich mal Sachen, die ich brauchen könnte. Theopraktisch. Hat der Vater irgendwas Gescheites zu sagen? Nö. Ich raub euch nicht aus. Nein. Ach, Quatsch. Red doch keinen Quatsch. Ich ruhe mich nur kurz hier drin aus, weil es so schön gemütlich ist. Aber was macht hier dieses Haus mit 2, 3 Räumen voller Untoten und dann Baram-Söldnern und in anderen Häusern sind Vater und Mütter drin? Ergibt nicht viel Sinn, finde ich. So.